Ja, liebe Freunde vom Beitragskanal, so nach den ganzen Messen haben wir es endlich mal wieder geschafft, zusammen im Wasser hier aufzutauchen. Ja, denkt dran, Abo-Klick, ganz wichtig, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Ja, wir haben heute wieder eine spezielle Mission und zwar wollen wir aktiv-inaktiv mit Köderfisch angeln. Das heißt, wir wollen Köderfische mal zupfen, bitte Pose werfen, langsam ziehen und stehen lassen. Na, also, da heißt den toten Köderfisch ein bisschen Leben einhauchen. Wie wir da vorgehen und was wir so machen, zeigen wir es gleich im Laufe des Videos. Ihr seid auf jeden Fall mit dabei und drückt uns mal die Daumen, dass wir ein bisschen was fangen. Na, zwei Routen haben wir schon reingeknatzt, ne? Einfach nur mal so mit Köderfischchen auf Grund. Ja, und jetzt geht's los. Wir versuchen auf jeden Fall mal draus zu eiern für euch. Bis später. Ja, meine Zupfmontage mit Rotauge. Ja, hier kommen auch regelmäßig ziemlich gute Hechte, große, und Zupfer mit dem Köderfisch. Das ist oftmals dann die Lösung. Ja, eigentlich. Oh. Da geht eine Pose auf Wanderschaft. Boah. Ja. Dick die Pose ist weg, schaffst du ein bisschen. Ja, hat sich gerade nur ein Beißfenster aufgetan, da geht er schon wieder hin. Ich glaube, die Pose ist kaputt, die kommt nicht mehr hoch. Ja, hängt. Und zupft die Pose immer nur 50, 40, 50 cm ran und lass den wieder stehen. Der nächste. Ja, da ist er. Der zupft der Hecht. Ja, meine Zupfmontage. Steht hier folgendes einfach nur ein 60er Hartmono wie beim Spinnfischen. Dann habe ich hier ein 10 Gramm Klemmblei. Meinen kleinen Snap. Und da habe ich mir selbst geknipst hier ein kurzes Stück Steiferfach. Den Einzelhaken, der frei drauf ist. Das heißt einfach die Hülse doppelt gelegt. In der Mitte der Schlaufe liegt der Haken. Und unten halt ein kleiner Drilling. Ja, auch ganz normal eingeklemmt. Die Geschichte ist eigentlich ziemlich simpel. Nur das Rotauge. Jagt den richtig durch den Knorpel. Zack. Und den Drilling mache ich lose irgendwo im Rücken. So. Jetzt muss ich eben gucken, ich habe irgendwo noch meine Gummis versteckt. Ja, ist er gefunden. So, jetzt habe ich den Einzelhaken. Der ist eigentlich nur als Halterhaken gedacht. Zum Fangen ist der Drilling. Ziehe ich da einfach ein Gummi drüber. Weil die ein relativ weiches Maul haben, man reißt das zu schnell aus. So, dann habe ich ihn ein bisschen safe. So. Das Blei ist mit Absicht so ein paar Zentimeter noch weg. Das heißt, wenn ich einen Biss habe, kann ich ihn ruhig liegen lassen. Na, und dann kann er nochmal drauf scheppern und ein Stückchen nehmen, bevor er halt den Anschlag setzt. So hat er nicht direkt Kontakt, der Hecht zum Blei. Ja, dann gucken, wie das aussieht hier. Ja, wir sitzen hier in Altarm. Eigentlich ein sehr guter Hechtbestand ist. Ne? Ist normalerweise 3 Meter tief, momentan vielleicht noch 2. Dann liegt jetzt auch natürlich an den Niedrigwasser, was wir überall haben. Ne? Alle haben ja Probleme, dass kein Wasser mehr da ist. Grundwasserspiegel ist flach. Ja, wir haben schon öfters Filmchen gedreht. Ja, hier kommen auch regelmäßig ziemlich gute Hechte, große. Aber hier wird auch viel mit Kunstködern geangelt, deshalb gehe ich jetzt mal hin und zupfe mit dem Köderfisch. Das ist oftmals dann die Lösung, gerade so Vereinsseen, die stark befischt werden, dass da die Hechte, die Kunstköder alle mit Seriennummern sowas kennen. Ja, unsere Freunde, die Wildgänse sind auch schon da. Wir sind hier das größte Rast- und Ruhegebiet der Sibirischen mit Wildgänse. Und ist nicht immer ganz leise hier. Naja, wie gesagt, zurück zu der Angelei. Also ich fische dann hier schon mal ganz gerne, wo viel mit Kunstködern geangelt wird, mit gezupften Köderfischen, so wie jetzt. Ne? Oder was ich auch schon mal mache mit normalen Pose, die ich langsam durchs Wasser schleppe, ne? Wieder reinwerf, durchs Wasser schleppe. Und das bringt dann oftmals auch die skeptischen Hechte oder die schon mal gehakt waren und zurückgesetzt worden sind, dazu noch mal auf den Köder zu beißen. Ja, die Montage habe ich hier vorhin ja schon mal gezeigt. Eigentlich total simpel. Muss nicht immer alles kompliziert sein. Na, wichtig ist nur, dass ein Köder ein bisschen Leben einhaucht, durch langsames Zupfen absinken lassen. Habt die Möglichkeit, nach dem Einwerfen direkt zu zupfen, also mal die oberen Wasserschichten durchzugehen oder über den Grund. Ich habe heute so den Verdacht, dass die Fische ziemlich hart am Grund festgenagelt sind. Wir hatten jetzt noch ein paar Nächte mit Frost. Ja, aber wie gesagt, ich probiere jetzt mal alles aus.
Und irgendwo wird dann hoffentlich nochmal einer hängen bleiben. Unseren Freunden, die Hechte. Man kann auch zwischendurch mal einfach ein bisschen liegen lassen. Ist dann wie ein toter Köderfisch am Grund. Auch schon ein paar Mal gehabt, dass dann der ruhende Köderfisch auf einmal losmarschiert ist. Dass er hinterhergelaufen ist, guckt sich die ganze Zeit lang an und entscheidet sich dann drauf zu hacken. Ja, wichtig bei der Angelei ist natürlich, ihr angelt da mit Köderfischen. Ihr habt das schon gesehen, ich habe mir so einen kleinen Gummi gesichert. Ich sage ja zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Grünzeug am Haken. Wichtig ist, ihr könnt damit natürlich nicht volles Rohr durchziehen, und, um auf Wurfweite zu kommen. Also leicht rausschwingen. Und wichtig ist, bevor der Köder auftrappt, eben ein bisschen die Schnur abstoppen, dass es jetzt schön lang legt, sich nicht überschlägt. Ja, wie gesagt, wenn der voll durchzieht, ist das weich zum Maul von so einem das Rotaugenmaul viel zu weich. Und dann schlitzt er natürlich schneller schon mal aus und dann ist der Köder weg. Ist natürlich lästig oder ärgerlich. Und, aber ihr fischt ja eh meist an der Kante, mittendrin macht keinen Sinn. Na, die meisten Hechte, jetzt gerade in so einem Altarm oder so, die stehen eh im Uferbereich oder in den ersten 20, 30 Metern. Also braucht man da nicht voll durchzuziehen, so ein Irrer. Na, da reicht so, die Kanten abzuwerfen, wo die Fische auch sind. Und habt ihr auch lange Spaß an eurem Köderfisch. Ja, wollen wir nochmal los und dann auch mal die Posen werfen und schleppen. Gucken, was da noch passiert. Oh, da geht eine Pose auf Wanderschaft. Ja, eigentlich. So. Ich habe schon mal einen Köderfisch geschleppt. Weg. Leider verloren. Ja, ich bin ein bisschen aus der Atem, weil ich war natürlich ja, wieder so unterwegs, wie ich sein sollte. Ja, wahrer Fehlbiss. War noch kurz dran. Ich hole die Route mal ein bisschen kürzer bei, damit ich nicht so rennen muss. Ja. Jetzt probiere ich nochmal 20 Minuten, ein halbes Stündchen weiter mit meinem gezupften Rotauge. Und ja, gehe ich gleich mal über und versuche mal Pose werfen, dann komme ich weiter mit. Und die dann langsam ranzuschleppen, zwischendurch mal liegen zu lassen. Na, den Hecht mal ein bisschen entgegenkommen. Na, hier ist der Köder genug, lang genug durchgezaubert. Jetzt gehe ich mal eine Stelle weiter. Aber ganz so weit weg können wir von den Ruten auch nicht. Ihr habt es ja gerade gesehen. Wenn drauf ankommt, muss man schon ein bisschen schnell sein. Wir wollen doch nicht, dass die Fische tief schlucken. Ne? So, ich bin hier mal 10 Meter weiter. Ich bin noch auf dem Steg, da kann ich besser werfen. Oh. So viele Hosen an, wenn ich mich kaum noch bewegen kann. Ja, kleine Aktion hatten wir vorhin auch schon. Da war aber so ein kleiner Grashecht, der kam ganz dicht vor die Füße. Jetzt wurde auch ein bisschen übernommen. Na, jetzt im Winter natürlich schön langsam einzupfen und liegen lassen. Im Sommer können wir ruhig ein bisschen aggressiver führen, bei Warmwasser sind die Hechte natürlich auch aktiver. Und jetzt im Winter sind die natürlich auch ziemlich träge. Ne? Aber ich immer wieder sage, die setzen jetzt natürlich gleich an und versuchen ihre Energie ein bisschen zu sparen, damit zu haushalten. Und deshalb stehen die auch mehr auf sichere Beute und nicht auf große Verfolgungsjachten. Also im Winter schön langsam führen mit kaltem Wasser und im Sommer können wir ruhig ein bisschen Gas geben. Ja, da habe ich einen Biss jetzt hier. Boah. Ja. Komm, zieh durch, Burschi. Ja, hängt. Vielleicht bleibt er diesmal sogar ganz hängen. Nein, wieder weg, Leute. Kann man noch mehr Pech haben? Der ist doch nicht normal, oder? Der zweite. Ah, scheiße. Aber einen dicken Schwall hat er noch, der war gar nicht so klein.
Oha. Dick, die Pose ist weg, du hast einen Biss. Ja, hat sich gerade ein Beißfenster aufgetan, da geht er schon wieder hin. Ich glaube, die Pose ist kaputt, die kommt nicht mehr hoch. Ah, jetzt bitte bleib doch mal hängen. Ist da ein Fisch mit dran, oder? Ja, da kommt einer mitgeschwommen. Der kann aber nicht sehr groß sein. Ja, jetzt weiß ich, wer mich die ganze Zeit ärgert. Da lohnt sich nur mal so Kescher für zu holen. Unglaublich. Voll die Frittenalarm. Jetzt guckt euch diesen riesen Köderfisch an und sag mal einer, keine Angst vor großen Ködern. So, jetzt gehen wir ihm zur Abpackmatte, dass wir ihn schön lösen können, weil der ist doch ein bisschen zu klein. Ja. Jetzt kommt sie, die Operation. Oh, viel Operation ist halt gar nicht. Na gut, ich habe sehr beherzt angeschlagen, weil ich ganz schön genervt war von den Fehlbissen. Das rächt sich jetzt natürlich. Lass mal den Giebel da rauskriegen. Alter Falter. Ja, so. Ein gieriger Grashecht. Verrücktes Vieh. So, und das war schnell wieder zurück. Naja. Ich glaube, der hat sich so an die warme Abpackmatte gewöhnt, der will gar nicht zurück. So, da geht er hin. Ja, ich war gerade mit Köderfisch Zupf, wollte eine kleine Pause machen. Komm zurück am Steg, wollte die Köfi-Rute neu reinwerfen. Dann geht die Pose runter. Und ja, habt ihr gesehen, einen schönen Fisch verloren. Und ja, ich muss mal zwischendurch gucken. Gerade ist wohl so eine Beißphase. Ja, habe ich die Rute neu reingeschmissen, wollte gerade zurück ein kleines Päuschen machen. Da ruft Lea und du, deine Pose ist schon wieder weg. Habt ihr gesehen, schöner Schniepel. Ja, mal gucken, scheint gerade so ein kleines Beißfensterchen zu sein. Aber die nehmen die stillen Köder, ne? Und ich hatte wohl vorhin zwei Bisse beim Zupfen, auch folgterweise in der Stillphase. Also sollte die Köder ein bisschen langsamer führen. Die sammeln hier die Burschen. Na, gucken wir mal, was noch kommt. Vielleicht ist ja nochmal ein besserer dabei. Aber wir sind schon bei den Schneider, das ist die Hauptsache. Ja, hängt. Alter, da geht er in der nächste. Den habe ich jetzt aktiv geführt. Das heißt werfen und langsam ranpumpen, weil wir immer wieder Bisse hatten. Aber hier scheint sich wohl ein Riesenschwarm. Ich mag ja Schwarm, aber irgendwie alles nur die Fritten rumzutreiben. Der ist auch nicht so groß. Jo. Aber wenn ich wüsste, dass er 50 Meter weiter reingekommen ist, würde ich sagen, okay, das ist derselbe. Scheint hier so eine Einheitsgröße gerade zu sein. Willkommen im Frittenland. Ja, ist ja gut, Buschi. Dafür brauchen wir nicht den Kescher schmierig zu machen. Ich gehe mir mal auf die Abpackmatte. Müssen wir eben die Klinge dieser Hecke. Da kannst du mal besser einen Meterhecht handeln als so einen kleinen aufgeregten. Hältst du jetzt ruhig. Ja, Abpackmatte ist doppelt praktisch, weil wo ist er? Man kann die Rolle aus dem Sand rauslegen und die Fische schonend abhaken. Hier die Frittenkönige vom Niederrhein. Nicht zu glauben. Aber da scheinen einige rumzustehen. Ja, der kam jetzt da mit der Pose. Ich habe da mal immer lang geworfen und lang gezupft. Hat den Vorteil, mit der Pose kann ich ihn auf die Tiefe halten. So, und jetzt mal schnell wieder zurück. So, hier. Ja, jetzt sind wir vom gezupften Köderfisch mal übergegangen. War ja so komische Anfasser und die sind nicht richtig hängen geblieben.
Und jetzt habe ich einfach einen Meter über den Boden gestellt und schmeiße den Köderfisch rein, eine Naseköderung und drehe ihn langsam rein, lasse ihn wieder stehen und dann schwingt er auch so ein bisschen rum und steht dann ruhig im Wasser. Und ja, darauf kam dann der Erfolg, dass ich dann halt den nächsten Grashecht gefangen habe. Ich hoffe mal, dass irgendwann nochmal ein großer kommt. Ja, wie gesagt, ich werfe einfach rein und zupfe die Pose immer nur 50, 40, 5 cm ran und lasse den wieder stehen. Dann wieder ein bisschen länger. Dann zupfe ich den wieder ein bisschen ran. Lasse den wieder ruhig stehen. Und dann, ja, wie gesagt, so kam gerade der Biss und hoffe, vielleicht kommt gleich der nächste. Weil da ist wohl eine Ecke, die mögen sie, da kommen die meisten Bisse weg. Der nächste Biss. Leute, ihr könnt es nicht glauben, habt ihr gesehen? Zupfen und bums, da hängt der nächste drauf. Verrückter Tag heute. Aber alle nur auf einer Stelle. Ich weiß jetzt nicht, warum hier der ganze Kindergarten sich aufhält. Aber ihr habt gesehen, ran zupfen und knallt. Ja, da war natürlich jetzt Vorführeffekt. Passiert natürlich nicht oft, ne? Aber ja, die Rute. Ich habe hier die Diablo Fury Deadbait. Die habe ich mitentwickelt. Ah, ich muss mal eben rüber zum Abpackmatte. Die habe ich mitentwickelt. Ein bisschen, also ist relativ vielseitig die Rute. Wie ihr seht, da kann man alles mitmachen. Nicht nur tote Makrelen am Boden fischen, sondern auch Köderfische zupfen oder Posen angeln. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, wer hier die ganze Zeit die Fehlbisse verursacht hat. So, dann brauchen wir, glaube ich, gar nicht zur Abpackmatte, den krieg ich schon so wieder los. Aber irgendwie, dass so viele Hechte in einer Ecke stehen, Wahnsinn. Nicht normal. Aber da muss doch einmal ein großer Ball sein, können doch nicht nur kleine sein. Na egal, schnell weg damit. Neuen Köfi dran und hoffen auf den großen dann. So, ich habe hier wieder die Schlepppose. Ihr seht, zack, bleibt die hängen. Ist gleichzeitig auch eine Segelpose. Das heißt, den Wind kann man die auch gut treiben lassen. Das ist so eine Allround-Waffe. Ja, dann habe ich ganz normal ein 15 Gramm Blei, eine 25 Gramm Pose. Ein Wirbel, einen stabilen Snap, eine Perle. Und dann ganz einfach nur ein Drilling. Den mache ich in die Nase. Bei kleinen Köderfischen, bei größeren mache ich zwei rein. Na, sicher die mit einem Gummi, da hängt das Gummi noch. Ja, dann werfe ich den rein. Und wie ich gerade erklärt habe, immer so ein paar Zentimeter zehn. Ne? Stehen lassen, ein paar Zentimeter drehen und dann auf einmal macht es plopp. Ein bisschen ziehen lassen, anschlagen und hoffentlich gleich einen großen Hecht. Aber ich mache jetzt weiter. Lege ich die Rute mal wieder in unser Hechtloch, mal gucken, was passiert. Vielleicht kommt gleich direkt der nächste. Wäre ja lustig. Rolle habe ich die MK BR 8000. Das ist hier die MK Matze Koch Rolle. Ja, eigentlich zufälliges Ding, ich habe das Vorgängermodell, das war schon echt super und das Ding ist echt der Hammer. Also ganz leicht, Bremse läuft super ab, den Freilauf kann man so leicht einstellen, dass er so leicht runterläuft. Kein Hackeln, kein nix. Also die Rolle, die hat wirklich in sich. Kann der Matze doch was, außer kleine Hechte fangen. Ja, ich fange ja auch nur kleine Hechte. Aber wir sind ja noch ein bisschen hier. Ja, Leon war gerade noch ein bisschen mit der Drohne unterwegs. Ich habe schon angefangen einzupacken, wird langsam dunkel. Und ja, aufgeben tun wir noch nicht. Morgen werden wir noch mal mehr mit dem gezupften Köderfisch angreifen. Heute war ziemlich ausgewogen, die Bisse. Eigentlich lief alles, nur die Größe, die war nicht so, wie wir sie haben wollten. Aber da gehört zum Angeln dabei. Man kann ja nicht nur große Fische fangen, ne? Ich bin froh, bei den Temperaturen Mitte Dezember ist natürlich nicht so leicht. Die Fische sind nicht mehr so aktiv. Und dafür bin ich eigentlich schon zufrieden, dass wir überhaupt was gefangen haben. Aber wie gesagt, morgen probieren wir nochmal. Greifen wir nochmal an. Und ja, ihr seid auf jeden Fall dabei. Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir hier unterwegs mit einem Bötchen. Nachdem wir schon alles möglich probiert haben, Altrhein, kleiner Fluss, sind wir jetzt auf dem Baggerloch gelandet. So, Taktik hier ist, ja gut, jetzt seht ihr gerade, sind wir gerade mitten auf dem See, aber eigentlich fahren wir die Kanten ab. Zupfen wir ein kleines Fischchen und hinten haben wir noch zwei Schlepphosen raus, einmal auf 4, einmal auf 6 Meter
Und ja, suchen jetzt hier die Kanten ab, ob irgendwo noch ein Hecht rumsteht, den wir überreden können. Wie gesagt, es ist Winter, ist ja nicht ganz so leicht. Aber meist ja so, wenn dann die Bisse kommen, sind es gute Fische. Aber momentan ist es noch nicht so. Die Zeit läuft ein bisschen gegen uns, wird schon wieder fast dunkel. Wir sehen, dass wir irgendwo noch einen an Band kriegen. Sonst wird das sehr frustrierend heute. Naja, schauen wir mal, was noch kommt. Ja, da sind wir schon wieder am Ende von unserem Film. Ihr seht, auch wir können mal schneidern. Heute haben wir voll abgelost, viele schöne Fische verloren. Der zupfte Köderfisch hat uns zwar die Bisse gebracht, aber der Kescher ist trocken. Ja, da ist er, der zupfte Hecht. Ah, weg ist er. Der geschleppte Köderfisch hat es auch geschafft, aber auch nichts in den Kescher gebracht. Der ging nicht so einfach runter, der ging einfach so plopp. Ja, ja, Fisch. Das ist gar nicht so schlecht, wie es aussieht. Nein, Baum. Ast. Dafür hatten wir gestern ein bisschen was. Ne? Wie gesagt, an der Issel, mein Lieblingsbach, war heute auch zäh bis scheiße. Da kam der Schleusenwärter, der uns noch die Schleuse losgezogen hat, da war es ganz vorbei. Da sind wir gewechselt hier zum Kollegen am See. Ja, große Hoffnung, hier nochmal eine richtige Granate zu erwischen. Der hatte richtig große Fische drauf. Auch hier hat es nicht geklappt, aber wie gesagt, Schneidern gehört zum Angeln dazu. Und heute haben wir mal geschneidert. Aber trotzdem, ne, ihr habt gesehen, normalerweise funktioniert es oder es funktioniert. Wir hatten bisher alles drum und dran. Ich kann euch nur nahelegen, probiert es mal aus, macht mal einen kleinen Köderfisch dran, zupft den mal an den Kanten entlang, im Baggerloch, das geht überall. Nichts ist so natürlich wie die Natur. Und Natur fängt immer, mein Motto. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt am Ende vom Video. Wir müssen noch alles zusammenrödeln. Es ist schon so gut wie dunkel hier. Ne? Das letzte Licht nur eben ausnutzen, damit wir unser Zeug wieder einpacken können. Ja, ich sage, ich bin froh, dass wir auch mal geschneidert haben. Wir können ja nicht nur dicke Fische fangen. Ne? Ihr seht, wir sind auch nur Angler aus Fleisch und Blut und keine Superheroes. Und das muss man auch ehrlich so sagen. Ne? Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel, viel Glück am Wasser. Setzt mal um, was wir gemacht haben. Vielleicht klappt es bei euch besser. Wir planen jetzt schon wieder die nächste Aktion. Aber wie gesagt, dann seid ihr auch dabei. Denkt dran, nochmal Abo-Klingel drücken. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.